Ein frohes guten Tag, Nalu. Ich grüße euch alle herzlich zur nächsten Folge von Praetorians HD. Genau, mit der quietschigen Krabbe und dem Benning, der irgendwie auch die beiden Spaß haben. Wir spielen die Barbaren, die die Römer wieder zurückdrängen müssen auf dem auf der Insel des Chaos gegen vier schwere KIs. Genau. Die bösen Römer? Ach, weißt du was, wir geben denen mal die Ägypter. Alles klar. Ich? Ja, passt schon, mach, kein Ding. Meine Damen und Herren, Sie sehen eine sehr kurze Folge heute. Hoffe, es gefällt euch. Ich bin auf alle Fälle bereit für die Klatsche meines Lebens. Ach, warum? Nee, ja, passt schon. Mach. Ja, wird lustig. Wir haben sonst immer nur gegen Ägypten oder Barbaren gespielt. Ach, gegen Römer oder Barbaren gespielt. Ja, nee, ist doch kein Problem. Ist doch alles gut. Ich hasse die Karte übrigens. Ah, jetzt auf alle Fälle mal gesagt, dann bin ich damit schon. Alter, sind hier viele Dörfer. Ja, du wolltest ja unbedingt. Ich hab da nicht so drauf aufgepasst. Nö. Blind auf beiden Augen, oder was? Ein bisschen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer in der Videobeschreibung findet ihr alle wichtigen Kanäle, vor allem meinen, aber auch den von Herrn West. Einfach mal vorbeigucken, abonnieren, subscriben, dividieren und all euer Geld spenden. Klar, alles, was ihr besitzt. So, das Problem ist, diese ganzen Minidörfer haben 200. Ich glaube, die Dörfer oben haben 400. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das erste wird jetzt brennen. Was eigentlich total dumm ist, weil die oben in der Mitte sind die einzigen, die wirklich richtig... Okay. Man muss natürlich auch hochmarschieren, ne? Obwohl... Warte, ich guck's mir an. Das hat 300. Die anderen haben 200. 200, okay. Ich versuche jetzt mal auf deren Seite dann irgendwie zu laufen und da die wenigstens abzufangen. Was auf unserer Seite ist, bin ich mit einverstanden, versuche ich dann noch zu halten. Aber da, sonst sehe ich das nicht, dass wir da großartig erfolgreich sind. Ich glaube... Bau abgeschlossen. Übrigens, kleiner Tipp, hier keine Lanzenträger. Was? Keine Lanzenträger? Naja, hier total dumm. Nur Wälder. Du kommst mit Lanzenträger nicht in Wälder rein. Ach so, ja. Keine Lanzenträger hier bitte, danke. Ja, wobei, was heißt bitte, danke? Das ist ja ein Tipp nur. Könnte natürlich auch Lanzenträger ausbilden, aber... Seht dann schon, was dann passiert. Ja, muss jetzt nicht dann sein. So, ich warte auf den ersten Ägypter-Spam. Ich sehe ihn aber noch nicht. Ja, ich brenne noch was ab. Ja, bei mir geht's gerade schon los. Aha, geht schon los, sehe ich, höre ich, okay. Okay, ich bring dir deine Truppen. Ich nicht, bin gerade woanders. Okay, erstes Dorf brennt. Okay, ich habe ein leeres Dorf gefunden. Oh! Und ich habe ein Problem. Okay, was hast du für ein Problem? Nee, alles cool. Ah, ich habe ein Problem. Kommen wir von zwei Seiten, die Hunde. Ah, sind zum Glück nur Ägypter, alles cool. Was? Oh, da kommen. Jetzt beschießen die mich auch noch. Hört doch mal auf mit dem Schmarrn. Ich hätte schon wieder von allen Seiten angegriffen. Ja, du bist doch der stärkste Spieler von uns, also ist da alles gut. Rassisten sind das hier, jawohl. Oh, was sind das rassistisch? Dass sie mich angreifen. Okay. Greifen die meine Stadt an. Lass doch mal den Schmarrn hier, ey. So. Neue Einheit rekrutiert. So. Zweite Stadt brennt gleich. Jeder macht das, was er am besten kann. Ich kämpfe gegen die Feinde, er fackelt Städte ab. Ja, dann können die auf jeden Fall keine Verstärkung mehr irgendwann bekommen. Nee, das ist richtig. Das ist deine Logik. Gefällt mir sehr. Sag's übrigens nur sehr ungern. Ja. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Aber egal. Versuchst du jetzt unten aufzubauen wieder? Ich hier jetzt? Ich versuche da die Stadt mir zu holen. Ich rede von Wenning. Ich versuche was. Ich versuche was. Ich versuche dich dazu ein bisschen zu verteidigen, aber gegen die Bogenschützen brauche ich nicht kämpfen. Du hast da oben gerade ein fettes Problem, ne? Ich? Ja. Warum? Weil deine Einheiten jetzt tot sind. Welche Einheiten? Die dir das Dorf holen sollten. Ah, ja, da oben ist echt eine genaue Angabe. Naja, in der Mitte halt, mein Freund. Der Himmelsrichtungen. Bin mir nicht sicher, aber wenn Vögel aus dem Wald fliegen, kommen feindliche... Ja, genau.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob es immer noch so ist. Aber wenn Vögel aus dem Wald rausfliegen, sind da feindliche Einheiten. Ja, okay. Halt mal da lang. Nein! Scheiß Sklaven. Ja, das sage ich auch immer. Also du könntest das jetzt holen? Das Dorf? Ja, ich bin dabei. Ich steig einfach in den Süden ab, dann musst du das andere machen. Ab wann kann ich wieder nochmal die nächsten befördern? Immer 100, 101, 201, 301, 401. Okay. Okay, ich schick dir noch ein paar Krieger. Jo, die haben schon Katapulte gebaut. Ja klar, warum auch nicht. Dann greifen sie mich wieder von zwei Seiten an. Ey, das ist doch rassistisch, echt. Ja, so sehr rassistisch. Ich sehe das auch so. Ja, was die schon wieder alles haben da unten? Soll ich euch noch ein Festzelt hinstellen und eine Bierbank und ihr säuft alle ein bisschen, oder? Alter. Ich höre nur Menschen sterben. Ich glaube, wir brauchen mal so ein paar Katapulte oder sowas, Wenning. Ich weiß nicht, ob du das brauchen kannst. Mach ich das gleich mal. Tja. Da sind natürlich die feindlichen Soldaten direkt in meine gelatscht. Oh, da kommt noch mehr. Ja, das ist übrigens genau das, warum ich die Ägypter nicht mag. Man sieht es auch gerade ganz schön. Weil sie einfach unheimlich viele Einheiten haben. Ja. Sie rauspumpen ist schon fast wieder illegal. Einheiten rekrutiert. Ja, Wenning ist ziemlich in der Bedrängnis. Bau abgeschlossen. Ich meine, wenn ich ein Dorf gebaut habe, kann der auch jemand anders... Oh, fuck, 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 fuck. Rein theoretisch kann jemand anderes auch das Dorf benutzen, ja. Glaube ich, wenn es nicht... Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, hat sich eh erledigt. Ja, da kommen einiges an feindlichen Einheiten. Ich würde dir gerne helfen, no joke, aber... Das ist einfach zu viel. Sag mal, ich struggle ganz leicht. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, ich habe halt versucht, die ganze Zeit Wenning zu helfen, aber das ist halt... Das ist auch gut so. Also dadurch habe ich aber keine Einheit mehr. Das ist schlecht. So, ich falle den jetzt in die Seite hier. Ja, was die rauspumpen. Halt die gibt da. So, das war jetzt irgendwie meine Bogenschützen, weil die aus irgendwelchen Gründen schon wieder irgendwelche Inder haben. Inder? Ja, die pumpen hier Einheiten raus. Meinte ich damit eigentlich. Okay, Wenning, du kannst die Siedlung da bei mir holen, ne? Unsere Stadt wird belagert. Also, die ich zwischen mir und Dingens habe. Alter, verarschst du mich jetzt hier gerade? Wie viele Truppen der hat? Lass mal gegen Ägypter spielen. Neue Einheit rekrutiert. Ich find's immer noch gut. Für die Zuschauer sicherlich, die machen hier bestimmt gleich eine Party. Die feiern das bestimmt gerade voll hart. Gut, ein bisschen Verschnitt hat man immer, ne? Uah. Alter. Okay. Nein, Häuptling. Ich sterbe. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Hey, wieso hat er sich nicht zurückgezogen? Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Was ist denn jetzt los? Euer Ernst? Was? Da habe ich KW-Bogenschützen im hintersten Arsch der Welt an mir vorbeigesneakt, ey. Okay. Die stehen jetzt vor meiner Hauptstadt.
wovon ich auch nicht mehr viele Truppen holen kann. Unsere Stadt wird belagert. Er steht in meiner Stadt. Ich bin gleich tot. Neue Einheit rekrutiert. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Kamelreiter gegen Krieger. Wir werden gleich sehen, wer gewinnt. Ja, 1 gegen 1 funktioniert sogar, glaube ich, einigermaßen, aber das sind einfach viel zu viele. Mein Häuptling läuft! Du musst mir eine Siedlung erobern. Okay, ich bin tot. Der erste unserer Helden ist bereits gefallen. Ah, Wenning ist jetzt auch tot. Aber wieso macht der nicht dich platt und mich erst? Ach, das kommt halt immer zum Schluss. Nee, ja, das würde ich nicht behaupten, weil sonst wäre dann halt die Gaming-Krabbe und das ist auf keinen Fall der Fall. Ich tue euch Dörfer aufbauen. Ich habe keinen Häuptling mehr. Wie, du hast keinen Häuptling mehr? Ich bin tot. Du hast doch noch Einheiten da oben stehen. Ah, ich habe nur eine Infanterie. Ich schick den mal bei mir irgendwo unten hin. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Stimmt. Ich raste aus. Ich hab die gar nicht mehr auf dem Blick gehabt. Ich dachte schon, warum bin ich nicht tot? Also, ich dachte, es fliegt dann vielleicht komplett raus. Aber wo bist du? Alles klar. Also da unten soll ich hin. Mhm. Wenn du kannst, Wenning... versuch eine Truppe wegzubekommen. Ich kann gar nichts. Die hab ich jetzt gerade hier zusammen. Sonst musst du die Stadt, wenn die jetzt da drauf nur komplett am Kloppen sind, gehst du hin und lässt deinen Häuptling rauslaufen und dann versuchst du mal komplett wegzulaufen. Lauf weg, nach links, lauf, 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 lauf. Gib Gas! Okay, du bist tot. Ja. Mein Druide ist halt übelst langsam schon wieder, Mann. Unseres Verbündeten wird belagert. Gönn dir. Ja, ich bin dabei. Versuche die nächste Siedlung noch zu holen. Oder zu bauen. Habe ich die Schlacht gewonnen? LOL! Oh, da kommt noch mehr! Oh, Mami, ich werd beschossen! Nein, es kommen Kamelreiter schon zu mir! Komm, versteck dich erstmal im Wald. Kannst du eigentlich nur alles sehen oder kannst du die ganze Karte sehen oder sowas? Ne, ich kann nur eure Einheiten sehen. Okay. Ist ja auch dann etwas zu stark, glaube ich, wenn er alles sehen könnte. Ich baue jetzt mal einfach jetzt hier berittene Bogenschützen und gucke jetzt einfach mal wirklich von denen die Städte da groß niederzubrennen. Das ist sonst einfach nicht mehr möglich. Unsere Stadt wird belagert. Okay, könntest du dich darum kümmern? Mit was genau? Ich habe gerade, also no joke, aber... Da steht eine Einheit links neben ich sehe gerade nichts... Okay, ja, da kommen wieder einiges an Einheiten. Versuch mal das Balliste anzugreifen. Mit deiner Kavallerie kurz das Balliste beschießen. Ja, das ist halt wieder etwas doof gerade, dass sie uns hier beschießen können. Ja, ich hab's angebrannt. Ja, das ist gut. Ah, fuck, meine Einheiten oben sind gleich tot alle. Da kommen zu viele Feinde gerade. Ja, jetzt brauche ich den scheiß Druiden auch nicht mehr. No offense, no front. Ja, die sterben aber gut durch meine Bogenschützen, ne? Nein! Verdammt, jetzt sind sie gefallen. Wo ist was gefallen? Meine komplette Infanterie-Armee ist tot. Neue Einheit rekrutiert. Fast, okay. Also fast alle halt, die ich da hatte mal. Ja, so ist es halt, meine Güte.
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Okay, ich kann keine Leute mehr aus dem Ding da holen. Ich werde jetzt mal die Hauptstadt von denen weg. Okay, nein! Alter, ich hab doch... Komm weiter zu mir, kannst du kommen? Nee, kannst du nicht. Shit. Wenn die Truppen down sind, dann ist das schon... Ich schicke hier massiv Bogenschützenunterstützung zu dir. Ich habe eh viel zu viele Bogenschützen, sehe ich gerade. Härtere Bogenschützen-Spam als von den anderen. Ja, ist tot. Das Problem ist, das Dorf bringt mir halt nichts so. Na, parthische Reiter. Ausbildung ich kann halt keine Ausbildung machen, weil ich keine Bevölkerung mehr in diesem Dorf habe. Bitte diese hässlichen parthischen Reiter mal wegmachen. Da haben wir ein äußerstes Bedürfnis. Ah, da kommen auch wieder parthische Reiter. Ich habe gerade keine Einheiten in deiner Nähe. Ich habe auch nichts. Also ich habe wirklich gar nichts. No joke. Doch, da habe ich jetzt ein paar Einheiten, aber bis die da sind, dauert kurz. Jetzt kommt ein feindlicher Falkner. Hast du das Dorf da eingenommen von dem? Nee. Ich habe keine... Anführer. Ja, ich komme mit meinem Anführer, weil, wie gesagt, das eine Dorf, da kann ich nichts mit rekrutieren. Herr von, wo schießen die denn schon wieder? Hört doch mal auf mit dem Schwan jetzt. Wir noch mal in einen Reiter zu holen. Unseres Verbündeten wird belagert. Okay, dein Schiff wird belagert. Ja, da kann ich überhaupt nichts gegen machen. Ja, ich glaube, wir können es meinetwegen noch weitermachen, aber ich sehe gerade nicht mehr den Sinn. Never give up. Never surrender. Wie du meinst. Hab leider zu wenig an. Das Problem ist, ich habe zu wenig Häuptlinge, das ist mein Problem. Ich habe nicht genug Häuptlinge, um alle Städte zu nutzen. Und ich habe jetzt eins, die halt das, was voraus ist, habe ich ja jetzt gerade eingenommen. Ja, aber da ist oben jetzt auch wieder leer. Das, wo die zerstören haben, war halt noch da. Die Stadt unseres Verbündeten, unsere Stadt wird belagert. Ja, wir haben noch einen ganz guten Job gemacht, trotz allem, glaube ich. Wir haben unser Bestes probiert. Alter, jetzt. Was kommt denn da jetzt wieder für eine Armee? Neue Einheit rekrutiert. Ja, die Pater, diese hässlichen Reiter sind das Problem, weißt du, die... Reitest du mal? Versteckt jetzt mal da drin. Ich brauche vielleicht nochmal Bogenschützen. Die sind leider Geschichte. Hast du noch Einheiten? Nein. Ja, ich bin gerade am Kämpfen. Wir ziehen uns hier zur letzte Bastion hier, die letzte Verteidigung. Oder irgendwie sowas. Ja, keine Bevölkerung mehr. Bewirkung ist zu gering. Ich mach noch gerade einen Soldaten down. Jawohl. Tu dich mal hier oben auf den Ding draufstellen hier. Da kannst du gleich auf die Einheiten unten schießen. Normalerweise. Ja, die hässlichen parthischen Reiter. Oh nein, ich hab Krieger bekommen. Hi, grüßt euch. Top. Weißt du nicht, wohin mit den Boys? Geh mal kurz irgendwo kann spielen. Kann ich mit 24 Bevölkerung... Edelmänner! Vielleicht kriege ich die ja noch. Ich brauche noch Bogenschützen. Ich will auf alle Fälle meinen Turm hier vollbauen mit Bogenschützen noch. Ich sollte vielleicht nochmal einen Heiler oder zwei rekrutieren. Oh! Aber meine Krieger sind gerade in den feindlichen Sperrtruppen marschiert. Gut, so viel dazu. Top. Du hast aber noch Krieger bei dir unten am Dorf stehen, ne? Ja, das weiß ich. Oh, in den Turm bitte. Ach, Gott sei Dank, ging rechtzeitig noch. So, jetzt brauchen wir zwei Dudus. Ja, aber wir ballern die alle schön weg. Ich glaube dran. Ich glaube an den Sieg. An den Sieg. Ich glaube an den Sieg. Glaubst du an den Endsieg? Ja, weißt du auch warum? Weil die Dörfer sind alle übelst, die haben übelst keine Bevölkerung mehr. Okay?
Und die regenerieren sehr, sehr langsam. Ja, okay? Und die haben ja auch nichts. Ja, ja, doch. Ah, deine Infanterie, pass auf. Ja, deine Mutter ist deutlich unter. Sorry. Nein! So, mein Dudu ist da. Also wir machen das. Ich bin da zuversichtlich, echt. Pass auf, wir gehen jetzt zu dem Dorf hier oben hin. Oben links. Oder auch nicht. Ne, warte mal, warte erstmal. Erstmal heilen jetzt. Erstmal entspannen hier. Einen neuen Dudu brauchen wir. Die Stadt unseres Verbündeten. Nein, nicht meine Stadt belagern. So, warum schickst du deine Bogenschützen weg? Da kommen doch gerade Feinde. Wo kommen denn Feinde? Die sind gerade, da marschieren sie doch. Okay. Die kommen auch unten lang, ne? Ja, ja, alles cool. Wo ist mein Dudu? Wo ist mein Dudu? Was macht der denn? Da kommt die feindliche Armee. Das ist jetzt das alles oder nichts. Schieß mal auf die Bogenschützen zuerst. Bogenschützen? Die sind hinten. Da kommt. Ich find's ja schon amüsant. So, die feindlichen Soldaten sind down. Ich laufe hier im Kreis mit den scheiß Soldaten. Oh, deine berittenen Boogies sind am Sterben. Jetzt kommen sie alle, jetzt wollen sie es wissen. Das ist die entscheidende Schlacht. Welche Seite wird siegen, welche wird verlieren? Hängt alles von dieser Unterlegenheit aktiviert. Ja, okay. die sehen uns quasi. Ach, deshalb konnte er mich jetzt gerade oben auf den Ding zuschießen. Ja, okay, das ist der Nachteil gewesen jetzt. Wir haben halt zu viele Einheiten im Gegensatz zu uns. Mein Druiden sterben. Eigentlich sagt man immer, man greift keine Ärzte an, aber die halten sich mal wieder nicht daran. Das sind keine Ehrenmänner. Ja, also, ich weiß nicht. Guck mal, das Dorf reparieren. Das Dorf reparieren? Ja, ja, die schießen auf das Dorf. Oh, ich habe gerade die Hälfte meiner Krieger verloren. Du meinst auf den Turm? Ja. Nein, nicht auf den Turm. Ja, egal, die haben das. Nee, passt schon. Egal. Man kann nicht sagen, wir hätten nicht gekämpft bis zum letzten Mann. Mich wundert es ja überhaupt noch, dass ich lebe. Nein, no, die haben das Ding abgefackelt. Nein, meine ganzen Krieger sind tot. So, jetzt müssen wir irgendwas machen. Wir müssen irgendwas holen, irgendein Dorf. Ja, ich versuch mal. Wir gehen mal hier oben lang irgendwo. Oder so, keine Ahnung. Ich versuch mal einfach das Dorf zu holen. Meine Dudus sind jetzt wieder alle tot. Du gehst wieder dahin? Wir sind deutlich in Unterzahl. So ein 1 gegen 1 mit deiner Infanterie? Ah, okay. Ja, alles klar. Für Gondor! Ja, komm, scheiß drauf, geh jetzt rein, das macht keinen Sinn. Ja, wir hätten gewinnen können, glaube ich. Ja, der Anfang lief ein bisschen doof halt, dass ihr da direkt überrannt wurdet im Norden. Da waren die feindlichen Truppen. So, ich schicke jetzt alle meine Einheiten raus. Ja, ich bin jetzt auch drin, also. Alles in die Offensive. Komm, Bogenschützen, 1 gegen 1 gegen den Häuptling. Mein Häuptling geht jetzt auch mit in den Kampf rein. Mein Häuptling wird sich heldenhaft in den Tod schmeißen. Okay, der macht ja überhaupt keinen Schaden. Wer denn? Der Häuptling. Ne, die sind total nutzlos. Der kann halt nur die Ausdauer absaugen. Ja, und das bringt halt leider nichts. Ich würde jetzt einfach mal sagen, gehen wir mal hier auf Hauptmenü. Ich bin ja noch am Kämpfen. Das macht keinen Sinn, ja. Also. Ich bin ja noch am Kämpfen, meine Einheiten kämpfen noch. Da wurde mir einfach die Möglichkeit genommen, dieses Schlacht noch zu gewinnen, aber egal. Ist das jetzt auch bei dir auch aus, oder was? Ja, ja. Also wir sehen die Punkte. Ja, sie sehen. Boah, weil du nicht angegriffen wurdest. Wir sehen ganz leichte Unterschiede bei der Punkteverteilung. Ich hab alleine fast mehr Punkte wie die komplette KI zusammen. Wir haben ja bitte dann verloren. Doch, wenn's. Egal, gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis ihr irgendwann. Könnt beim nächsten Mal wieder einschalten, genau. Genau. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.